Ganz anderes Thema. Die Bürger der Schweiz, unsere lieben Nachbarn, die dürfen am Sonntag in einem Volksentscheid über Managergehälter abstimmen und über eine neue Maut. Und da darf ich schon noch mal die Frage stellen, warum dürfen wir Deutschen sowas eigentlich nicht? Die haben Angst davor, ihre Bürger zu befragen. Und sie trauen sich nicht abzuwarten, bis die Bürger sagen, was sie wollen. Völlig richtig. Die nehmen uns nicht ernst, die Politiker. Ich weiß gar nicht, warum. Ja. Bundesweite Volksentscheide auch in Deutschland. CDU und SPD wären für solche bundesweiten Volksentscheide. Die CDU ist dagegen und behauptet, viele Themen wären zu komplex. Ich sage, man muss den Leuten die Fakten nur richtig vermitteln. Also einfach und unterhaltsam, so wie man, weiß ich nicht, einem Hund Medizin und das Futter rührt. Herzlich willkommen zum Winterfest des Volksentscheids mit Tina Hausten. Des Volksentscheids. Ja, 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 ja! Herzlich willkommen! Herzlich willkommen, grüß Gott! Schön, dass Sie dabei sind beim großen Winterfest des Volksentscheids. Ja. Vielen herzlichen Dank an die Klötentaler Populisten. Freunde, Volksentscheide sind eine Riesen-Gaudi. Böse Zungen behaupten ja, wenn du die Deutschen fragst, ja, was wollt ihr denn? Dann antworten die immer entweder Mao am oder den totalen Krieg. So ein Schmarrn. Schmarrn hin oder her, was ja stimmt, manche Themen sind sehr komplex, sehr kompliziert. Stichwort PKW-Maut für Ausländer. Europarechtlich ist es sehr schwierig. Andererseits kostet die Instandhaltung unserer Straßen über 7 Milliarden. Ja, liebe Zuschauer, wir mussten den Oliver kurz unterbrechen. Er war leider wahnsinnig langweilig. Das mit der Maut, das ist doch ganz simpel. Musik. 3, 4. Ein bisschen Maut muss sein. Das sieht bald auch der Ali ein. Dann fließt das Geld hier ganz von allein. Ein bisschen Maut muss sein. Dankeschön, Dankeschön. Wunderbar, wunderbar. Ja, Oliver, Sie sehen es selber, die Leute haben mitgeklatscht. Das bedeutet, PKW-Maut für Ali bundesweit eingeführt. Zack! So einfach geht ein Volksentscheid. Oh, kennen Sie den noch? Im Wagen vor mir fährt ein reicher Türke. Ja, 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 ja. Kenn ich auch. Ist ein furchtbares Lied. Danke. Das ist genau das Problem. Bei Volksentscheiden setzen sich regelmäßig die Doofen durch oder radikale Populisten. Gibt natürlich auch Positivbeispiele, klar, wie neulich die Olympia-Abstimmung in München oder das Rauchverbot in Bayern. Ja, das habe ich wiederum überhaupt nicht verstanden. Ein Rauchverbot? Hä? So ein Irrsinn. Da hätte man mal bitteschön auf die echten Experten hören sollen. Ein Verbot finde ich nicht richtig, wenn noch nicht festgestellt worden ist, aber ob Rauchen schädlich ist. Ich finde, Professor Heino hat völlig recht. Ja, da hat er recht. Ich sag auch immer, ein Crackpfeifchen vor dem Schlafengehen hat noch keinen geschadet. Keine Frage. Und ich bin ja grundsätzlich auch für Volksentscheide, aber es müssen genug Leute mitmachen, damit nicht am Ende eine Minderheit über die Mehrheit entscheidet. Das Quorum muss stimmen. Quorum, Larum, Löffelstiel. Ach, der Oliver, so ein unglaublich öder Quadratschädel. Ja, macht's doch nicht alles so kompliziert. Ich frag mal unser wunderbares Publikum. Todesstrafe für Falschparker? Ja oder nein? Ja. Ich deute das mal als ein Ja. 3, 4. Todesstrafe. Einmal falsch parken und tschüss. Schalalalalala. Und jetzt alle! Todesstrafe! Schalalalalala. Schalalala, Todesstrafe! Schalalalalala.
Tina Hausten, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Schalala, Todesstrafe. Scheiße, jetzt habe ich einen Ohrwurm, meine Damen und Herren. Und Sie haben mitgesungen.